Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Oh, hell no. Was? Oh, hell yes! Ganz ehrlich, ich kann meine Dankbarkeit dem großartigen Sharknado-Franchise gegenüber nicht deutlich genug ausdrücken. Nachdem wir Monster Trash natürlich bereits seit der... eigentlich schon seit immer kennen, war es aber definitiv das großartige von Anthony Ferranti gestartete Franchise, das, finde ich, den digitalen Monster-Trash der Post-2000er Jahre losgetreten hat. Und was eigentlich verhältnismäßig, naja, harmlos will ich's nicht nennen, begonnen hat mit dem Film Sharknado, Nuff Said, finde ich immer noch der motivierendste Film aller Zeit, weil jedes Mal, wenn ich mir denke, dass ich irgendeine vollkommen beschissene Idee habe, denke ich mir, es muss irgendwann einmal ein geschäftliches Meeting mit Filmproduzenten gegeben haben, wo jemand gesagt hat, hey, machen wir einen Film mit einem Tornado voll mit Haien, und die drauf gesagt haben... Könnt ihr die lustigen Doktoren mit dieser weißen Ich-hab-mich-lieb-Jacke holen? Nein! Tatsächlich ja! Hier! Take my money! Und das ist etwas, das 6 Teile gespawnt hat, die dann tatsächlich noch immer weiter hochkarätig besetzt wurden von David Hasselhoff bis hin zu den Schläferzianern persönlich, Oliver Kalkofe und Peter Rütten, es gebracht haben. Aber wir haben ja eben im letzten Mystery-Paket von André L. bereits die brandneuen Future-Pack-Auflagen von Sharknado 1 und 2 gesehen. Und es war natürlich irgendwie naheliegend, dass es das deutsche Label Daredo nicht dabei belassen wird, nur die ersten beiden Teile aufzulegen. Nein, es gibt natürlich weiteres Futter für Leute, die sich gerne, well, in das Auge des Hai-Tornados werfen. Und deswegen haben wir jetzt hier mit Sharknado 3, oh hell no, den dritten Teil im dritten Mystery-Paket. Was für ein genialer Zufall. Und auch in dem Fall muss man sagen, dass nachdem wir eben Tara Reid und Ian Ziering auf den ersten beiden Future-Packs hatten, haben wir jetzt einen weiteren... also... Schauspieler möchte ich es nicht unbedingt nennen, den wir hier eben, oder die wir hier eben auf dem Future Pack von Sharknado 3 sehen. Und genauso wie eben bei den ersten beiden Teilen bekommen wir den Hinweis auf die Uncut Limited Steel Edition und dann ein Cover Artwork. Ich nenne es jetzt einfach mal so, wo wir aber zuerst eben uns einen kleinen Blick auf diese ganze C-Card werfen müssen mit den Details zum Film, die wir dann auf der hinteren Seite finden. Und ich glaube, wir entdecken bereits hier auf den ersten Blick, ja, don't hassle the Hoff und vor allem don't fucking feed the Hasselhoff to the sharks. Ich glaube, die sterben an Alkoholvergiftung. Aber wir können natürlich hier auf dem Backcover die Inhaltsangabe zum Film lesen, noch ein paar weitere ganz putzige Bildchen sehen und hier rechts unten, das ist der wichtige Teil dann, unsere individuelle Limitierungsnummer von den insgesamt 1000 Stück, die von diesem Goldstückchen hergestellt wurden. Aber jetzt wird es einmal Zeit, hier auf das Future Pack an sich zu blicken und zu schauen, welche Details haben sie denn diesmal recycelt. Und nachdem wir natürlich 1, 2, 3 dieselben Hai-Visagen immer wieder sehen, ja, es ist irgendwann, langsam finde ich es dann aber witzig, was machen sie dann bei Sharknado 4 bis 6, weil ich glaube, ihnen gehen langsam die Designs aus. Und ja, natürlich ist mir auch aufgefallen, dass die Blitze hier im Hintergrund jetzt bereits das dritte Mal verwendet wurden. Ich glaube, sie werden tatsächlich irgendwie so ein kleines bisschen diese Methode verwenden, dass sie einfach dieselben 3, 4 Designelemente bis zu Sharknado 6 durchverwenden, aber das ist fast irgendwie etwas, wo ich in diesem Fall gar nicht mal wirklich böse sein kann. Immerhin passt das einfach wie die Faust aufs Auge des Hais am Anfang von Tomb Raider 2. Und wir sehen eben jetzt hier wieder einmal übrigens mit ganz geschickt gemachten und gar nicht mal so schlechten Metallic-Effekten hier dieses Motiv. Und wir sehen, dass offensichtlich hier gleich einmal die ganzen Universal Studios verheizt werden. Mehr noch als durch die letzten Universal-Filmproduktionen an sich. Aber auch diesmal wieder der eigentliche Filmtitel Sharknado relativ dezent. Fast so, als würde er sich quasi nicht gerade im Eye of the Tiger, sondern mehr im Enddarm des Hais befinden. Und wir bekommen mit diesem
grandios hineingefotoshoppten Bild hier. Einen Blick eben auf einen weiteren Charakter mit einem dazu passenden Spine, eben auch wie bei den anderen Future Packs, wenn wir die noch einmal schnell herholen zum direkten Vergleich. Das ist tatsächlich eben etwas, was ich persönlich als Fan von einheitlich designten Reihen und vor allem Spines ganz besonders schätze. Und dann last but not least hier ein alternatives Cover Artwork. Das war übrigens auch das Motiv, das wir auf der amerikanischen Blu-ray, die The Asylum noch gebracht hat, damals, als sie noch Blu-rays gebracht haben, als Sharktacular Edition. Und da haben wir eben wie bei den anderen Sharknado Steelbooks oder Future Packs eben ein Motiv, das relativ schwach gedruckt ist, aber dafür halt eben relativ viel von diesem metallischen Future Pack Glanz durchlässt, eben in diesem Future Pack Dings. Und ein eigentlich recht cooles Motiv, wenn auch absolute Photoshop-Grütze, aber das passt ja natürlich halt auch einfach am besten zu diesen Filmen. Aber was ebenfalls fantastisch dazu passt, ist die Tatsache, dass wir hier im Inneren gleich begrüßt werden von zwei Discs, nämlich eben einerseits dem Film auf der DVD und dann auf der rechten Seite auch auf dem High Definition Medium der Blu-ray. Und wir sehen, dass offensichtlich diesmal nicht nur, und ich muss zugeben, ich habe noch nicht alle Sharknado-Filme gesehen, dieses Mal nicht nur die Universal Studios dran glauben müssen, sondern das ganze verdammte Weltall. It's Sharks in Space. Und es sind vor allem auch etwas niedrig aufgelöste Sharks in Space, wenn man diesem Innendesign hier Glauben schenken kann. Aber ganz ehrlich, das, was Sandra Bullshit hier am Rande vom Set von Gravity noch abgeliefert hat, ist natürlich ein absolut geniales Ding. Freut mich wieder mal wahnsinnig, dass ich das eben auch in dieser Edition jetzt in meiner Sammlung haben darf, immerhin. Wie gesagt, auch wenn ich noch nicht einmal alle Sharknado-Filme gesehen habe, ich schätze das Franchise sehr, ich möchte das unbedingt noch einmal aufholen und freue mich extrem, dass ich hier von André L. jetzt auch den dritten Teil im Future Pack von Sharknado bekommen habe.